wir haben drei harte Trainingstage hinter uns. Das hat man auch gesehen, obwohl jede Mannschaft nur eine Halbzeit spielen konnte bei uns. Wir haben in der Halbzeit, hat man ja gesehen, auch viel durchgewechselt. Aber generell habe ich, denke ich, auch jeder gute Ansätze gesehen. Ajax fängt nächste Woche an. Ich glaube, für die war das auch eine Art Generalprobe hier. Die stehen voll im Saft. Die haben sich auch auf das Spiel hier gestern, glaube ich, nochmal einen freien Tag gehabt dafür. Und wir haben schön Gas gegeben. Deswegen sollte man das alles nicht, vor allem das Ergebnis nicht überbewerten. Aber ich denke, wir haben gute Ansätze gesehen. Ja, generell bin ich natürlich froh. Ich habe heute mein erstes Spiel seit fast einem halben Jahr, glaube ich, gemacht. Bin ich erstmal richtig froh, dass ich wieder am Platz stehen kann. Und alles andere wird sich dann zeigen. Nein, es ist schon ein Stück weit gewohnt. Ich mache das ja seit ein paar Jährchen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das verlernt habe. Aber es ist natürlich immer eine schöne Sache, wenn man dann auch jetzt schon wieder eine gute Zeit im Training ist und dann aber noch mal im Spiel mal ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Das ist immer schön. Nein, also wir haben ja auch ganz klar jetzt noch eine Vorbereitung vor uns. Wir haben noch 3 Wochen, glaube ich, bis es richtig losgeht. Und ich glaube, das brauchen wir alle, bis wir auf einem richtig guten Level sind. Und das werden wir auch dann sein.